Die Lok lässt sich per Fernsteuerung steuern und hat natürlich auch Sound und wir schalten sie jetzt mal an. Die Lok, die jetzt sehen, ist eine 5 Zoll Maschine und ist ein Modell einer MAK 1200. Die Lok hat ungefähr 1 kW Leistung und es ist jede Achse angetrieben. Sowohl in der Lok als auch im Steuerwagen hinten dran sind Batterien, sodass die Lok einen Fahrtag mit 8 bis 10 Stunden mit vollen Zügen, also so 8 bis 10 Erwachsene pro Zug, locker durchhält. Und wir können jetzt mal einen genaueren Blick auf die Lok werfen. Hier sieht man die Batterien der Lok. Es sind 4 Stück in der Lok selbst eingebaut und 2 hier hinten. Und damit hält die Lok einen Fahrtag durch. Das sind normale Autobatterien mit 12 Volt in Reihe geschaltet, sodass man eben mit 24 Volt dann fährt.